Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Frühling, endlich ist alles grün. Ich liebe den Frühling. Ich liebe alle Jahreszeiten, aber wenn ich wählen müsste, würde ich den Frühling wählen, denn alles grünt, also alles erwacht zum neuen Leben. Und ja, man hat endlich wieder, ist es grün und man hat wirklich Lust, wieder was Neues zu machen. Und es gibt noch keine Fliegen und Mücken. Hier hinter mir sind jede Menge Büsche und Gestrüpp. Das muss ich so nach und nach runter machen. Da werde ich heute ein bisschen mit anfangen und dann jeden Tag ein bisschen, weil ich da nicht so viel Lust zu habe. Ja, das war Anfang Mai. Mittlerweile ist alles grün, wie ihr hinter mir sehen könnt. Und wie ihr vielleicht auch sehen könnt, das ganze Gestrüpp ist noch da, denn ich hatte andere Prioritäten. Die Kartoffeln und ich musste das Gewächshaus aufbauen, was alleine gar nicht so einfach ist, schon gar nicht bei Wind. Ja, mein Süßer, genießt ihr alle die Sonne? Bist du mein Süßer, ne? Ja. Da hinten sind die anderen auch. Und ich werde jetzt am Kartoffelacker weitermachen. Nee, du, kleine Spieler. Ja. Heute ist es richtig warm, 19 Grad. Ich werde hier an meinem Kartoffelacker weitermachen und das Rauschen, was ihr hört, das sind die Wasserfälle, die zurückgekehrt sind. Es hat ein bisschen geregnet und sobald es irgendwo regnet, in den Bergen vor allem, dann kommt natürlich Wasser runter. Da sind sie, die Wasserfälle. Mühsal, ich werde mal näher ranholen, ein Stück. Da hinten. Auch ein großer. Und wenn man weiter guckt, sind sie jetzt überall, kommt das Wasser runter. Hier sind zwischendurch ein bisschen Grassoden hochgekommen. Die werde ich jetzt alle einmal umdrehen, damit das Gras hier nicht überhand nimmt, bevor ich die Kartoffeln setze. Ich musste mich ein bisschen vor der Sonne schützen. Ja, die obere Hälfte habe ich geschafft. Pause, morgen weiter, beziehungsweise wahrscheinlich erst übermorgen, denn heute Abend will ich Netze setzen, zusammen mit Live. Ja, und da nehme ich euch natürlich auch mit, natürlich aber mit dem Handy nur. Und jetzt mache ich erstmal was anderes, damit mein Rücken etwas geschont wird. Die Pferde haben mir auch Gesellschaft geleistet, so ich musste die Kamera in Sicherheit bringen. Aber wie man sieht, habe ich jetzt die obere Hälfte bis da. Da sieht man, fängt das Gras wieder an. Habe ich die Grassoden einfach umgedreht. Und das werde ich da unten auch noch machen. Und dann kann ich anfangen reinzuziehen und Kartoffeln zu setzen. Netze setzen hat an dem Abend dann doch nicht mehr geklappt. Das verschieben wir heute vielleicht oder morgen. Das zeige ich euch dann in einem nächsten Video.
Ich habe dann erstmal im Garten weitergemacht und habe mal alles, was ich vorgesät hatte, ins Gewächshaus getragen. So, jetzt habe ich das hier erstmal hingestellt, zwischengeparkt, denn ich muss hier aufmachen und da rein zu den Pferden und auch außer Reichweite von dem großen Monsterchen da oben, damit er da nicht raufpett und mir das kaputt macht. So, das darf hier jetzt erstmal stehen und dann werde ich dann demnächst anfangen, das einzupflanzen. Vielleicht heute noch, ich muss mal gucken. Das Wetter ist ganz gut dafür, es ist warm, aber keine pralle Sonne, was sehr gut ist für die Pflanzen, die das ja noch nicht so doll gewohnt sind. Und da kommt auch Oregano hoch. Den hatte ich letztes Jahr hier gepflanzt und war sehr gespannt, ob der wiederkommt. Alles ist nicht wiedergekommen. Eigentlich war die ganze Fläche davon, also diese Ecke. Aber ein bisschen was kommt wieder. Eins nach dem anderen. Meine Paprika, die sind natürlich viel zu klein, um dieses Jahr wirklich was abzuwerfen. Mein Plan ist, zu versuchen, die Paprika hier im Gewächshaus ein Stück größer zu ziehen und dann im Haus zu überwintern. Das habe ich noch nie gemacht. So, dass man nicht jedes Mal von vorne anfangen muss mit Paprika. Also ich werde das einfach mal testen dieses Jahr und bin sehr gespannt, ob mein Experiment funktioniert. Bei mir ist immer alles ein Experiment. Ich mache einfach und probiere aus. Manches funktioniert nicht. Aber ich habe bisher immer genug zu essen gehabt. Letztes Jahr war ja ganz schlecht, die das wissen, dadurch, dass wir ja umgezogen sind und alles viel zu spät war. Aber dadurch, dass ich in Schweden richtig viel Ernte hatte das Jahr davor, war die Gefriertruhe noch voll. So, ich bin im Grunde genommen wieder durch den Winter gekommen und habe nur ein ganz, ganz bisschen was dazu gekauft, damit ich so ein bisschen Abwechslung hatte, weil ich keinen Kürbis mehr hatte, weil Kürbisse war halt leer. Ja, dann pflanze ich die jetzt ein und bin auf mein Experiment gespannt. Die Süßkartoffeln sind ja mein nächstes Experiment dieses Jahr. Ich habe das in Schweden schon mal probiert, aber es war einfach zu kalt. Die sind überhaupt nicht gewachsen. Jetzt will ich die mal ins Gewächshaus setzen und gucken, was passiert. Hier ist es natürlich auch viel zu kalt für Süßkartoffeln eigentlich. Die habe ich auch gar nicht selber vorgezogen, sondern die habe ich tatsächlich, das waren 6 Stück, gekauft. Vorgezogene sind schon ein bisschen weiter gewachsen. Eine ist eingegangen, das heißt also 5 Stück werde ich jetzt einpflanzen. Der ist so richtig schön geworden. Letztes Jahr gab es hier nicht einen Regenwurm und hier ist es jetzt voller Würmer. So, das ist jetzt schon besser. So, ich hoffe, weil letztes Jahr ist nicht viel gewachsen. So, ich hoffe, mein Düngen und das Ganze, was ich so mache, das trägt Früchte und dieses Jahr funktioniert alles ein bisschen besser. Bin sehr gespannt. Das ist jetzt der Thymian. Ja, noch sieht man natürlich nicht viel. Hier der Thymian. Hier, wenn man ganz genau guckt, die ganzen Miniaturpaprika.
Und da die Süßkartoffeln. Ja, und jetzt werde ich noch Gurken vorziehen. Die kommen dann hier hin. Und die Kürbisse, die müssen nach später nach draußen. Da muss ich dann noch einen Pflanztunnel bauen. Die mögen das auch ein bisschen wärmer, weil die werden hier drinnen einfach keinen Platz finden. Das Kürbisse werden viel zu groß. Das ist mein Kartoffelkeller und ich werde mir jetzt Pflanzkartoffeln raussuchen. Wie man hier sieht, die haben alle schon so ein bisschen Keime und da werde ich mir jetzt einen Eimer voll raussuchen. Ich nehme nicht die ganz kleinen, aber auch nicht die ganz großen, weil die möchte ich noch essen. Und die kleinen, klar, kann man auch essen, aber das wird ein bisschen schwierig. Das mache ich natürlich, aber mal sehen. Aber die ganz kleinen nehme ich nicht, sondern die etwas mittleren zum Pflanzen. Und dann mal schauen, was ich so zusammenkriege. Man kann natürlich problemlos auch die kleinen nehmen. Früher hat man sogar Kartoffeln in Schalen gesetzt, solange noch ein paar Augen dran waren, so wie hier. Also ich habe das selber noch gar nicht richtig ausprobiert, wie unterschiedlich das dann wird, wenn man große oder kleine hier setzt. Hier ist eine etwas größere. Man kann auch die ganz großen teilen. Ich weiß es nicht, habt ihr Erfahrung mit kleinen Sätzen, mit wirklich, also solchen, sagen wir mal, diese Größe? Wird dann die Ernte genauso groß, wie wenn man diese Größe setzt? Wer da dann Vergleichserfahrungen hat, der darf das gerne in die Kommentare schreiben, das würde mich interessieren. Ich setze immer so die mittlere Größe und bin da bisher mit sehr gut gefahren. So eine große Kartoffel hat wahrscheinlich etwas bessere Startbedingungen. Da ist ja ordentlich Kraft drin für die Wurzel, also damit die Pflanze loslegen kann. So, wenn es darum geht, schnell Pflanzen zu haben, die durch die hochwachsen, dann denke ich mal, könnte ich mir vorstellen, dass sie bessere Bedingungen, Startbedingungen haben. Aber ich glaube, wenn die Saison lang genug ist, macht das nicht so einen großen Unterschied. Aber mich würde das wirklich interessieren, ob da jemand echte Vergleichswerte hat. Also tatsächlich mal getestet hat, dieselbe Sorte Kartoffeln, kleine und große Knollen zu setzen und zu sehen, wie der Ertrag ist. Das würde mich interessieren. Und wie sieht das dann mit so ganz Miniaturkartoffelchen aus, wie mit diesen hier? Weil Keimen tun sie auch, das heißt, eine Pflanze gibt es. Aber wie sieht der Ertrag aus? Ja, jetzt habe ich einen Eimer voll sehr schöner, mittelgroßer Pflanzkartoffeln. Und schau mal, wie weit ich damit komme. Denn da unten ist mein Acker. Da werde ich jede Menge reinsetzen. Ich habe hier schon 3,5 Reihen, die eine Reihe geht dann bis hier, eine andere Sorte gesetzt, eine neue Sorte, also für mich neue Sorte, sie heißt Evolution, keine Ahnung, ob die funktioniert. Ich wollte mal was Neues reinhaben und zu gucken zum Vergleich. Sonst setze ich jetzt hier meine altbewährte Laura auf den Rest des Ackers.
So, ein kleiner Snack für zwischendurch. Heute ist der 17. Mai. Man hört die Kirchenglocken läuten, denn gleich geht hier der 17. Mai-Zug los. Das Rauschen ist der heftige Fluss hier direkt nebenan. Und ich werde mal schauen, ob ich ein bisschen filmen kann. Ich werde nur von Weitem filmen oder von hinten, weil ich niemandens Privatsphäre verletzen möchte. Aber da kommen sie. Gratuliere Medaillen! Ich laufe hier mal ein bisschen hinten mit. Das ist, die Norweger feiern am 17. Mai den Verfassungstag. Anfang 18. Jahrhundert, ich glaube, ich bin unglaublich schlecht, was Jahreszahlen angeht. Ich glaube, das war 1814, haben sie sich von der Union mit Dänemark freigemacht und eine Verfassung gegründet. Und das ist genau das, was sie feiern. Das Seltsame ist allerdings, dass sie die wirkliche Freiheit erst Anfang des 19. Jahrhunderts, ich glaube 1905, erreicht haben. Denn kurz nachdem sie sich von Dänemark freigemacht haben, was hier gefeiert wird, haben sie eine Union mit Schweden gehabt. Und die wirkliche Freiheit kam erst danach. Trotzdem feiern die Norweger den 17. Mai. Und hier haben wir die Tracht aus Bergen. Jemand hat sich bereit erklärt. Und das finde ich super lieb, dass ihr das mal seht. Es gibt unglaublich viele verschiedene Trachten und das ist die Bergentracht. Und die hat hier so schöne Blumenmuster. Ja, das ist die Tracht aus Rogaland, auch sehr hübsch. Ich zoome mal her. Jetzt kann es danach. Ja, oh, Sophien mit um die Blumen da unten. Super schön. Ja. Norwegische Trachten. Ich bin ja hier geboren. Leider besitze ich selber keine Tracht. Die sind nämlich wirklich extrem teuer. Ja, mit allem drum und dran, mit den Schuhen und dem ganzen Silberschmuck und alles, was dazu gehört, liegen die bis zu 5.000 Euro, also zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Ja, ich überlege mir vielleicht irgendwann eine zu nähen. Ich zeige euch aber gleich mal ein Foto, wie diese Tracht aussehen würde. Das sind meine Cousine Kari und meine Tante Thüri. Und hier sieht man sehr schön die Trachten. Das heißt also die Sunnmøre-Tracht mit den ganzen Stickereien. Und man hat auch ein Cape dazu. Was man hier auch sehr schön sehen kann, ist, dass man wählen kann. Den Grundstoff kann man wählen. Man kann wählen zwischen dunkelblau und schwarz. Alles andere der Trachten ist aber komplett gleich, also die Stickereien. Das hier ist Karis Tochter Ida mit der Tracht in schwarz. Und hier kann man sehr schön die wunderschönen Stickereien sehen, die sehr aufwendig sind in der Sunnmøre-Tracht. Aber für ich persönlich finde, gut, vielleicht bin ich vorbelastet, aber ich persönlich finde, das ist eine der schönsten Trachten Norwegens. Und ich hätte wirklich, wirklich gerne eine. Das heißt, ich werde mich da irgendwann mal mit beschäftigen, wie man sich solch eine Tracht näht. Und wie man dann diese ganzen Stickereien hinbekommt. Ich glaube, das ist eine Winterarbeit, eine Arbeit, wo man sehr, sehr lange dran sitzt. Aber irgendwann werde ich mich daran machen, denn ich finde solche Trachten und Traditionen doch sehr schön. Ich war gerade Kartoffeln setzen. Ich bin natürlich noch nicht fertig, aber ich habe jetzt die Hälfte. Das heißt, ich habe jetzt 10 Reihen gesetzt insgesamt. Eben gerade habe ich 2 gesetzt. Also ich mache jeden Tag so 2-3 Reihen und irgendwann werde ich dann fertig. Und jetzt werde ich eine kleine Mittagspause machen und dann geht es im Garten weiter. Und für die Mittagspause werde ich mir jetzt ein bisschen Grünzeug reinholen. Und wie geht das, sagt ihr? Oder denkt ihr vielleicht, im Garten wächst dann noch nichts? Ich werde es euch zeigen. Da unten ist mein Kartoffelacker. Man sieht ziemlich genau, bis wohin ich gekommen bin. Die Furche, die da ist, das ist die nächste Reihe, die dran ist. Und hier oben wächst jede Menge Giersch. Und der ist essbar.
Und wenn man die jungen Blätter nimmt, ich zeige euch die gleich, dann schmeckt das auch nicht allzu bitter. Giersch ist ein bisschen bitter, so, man muss sich dran gewöhnen. Das ist kein Kopfsalat, mild und sonst was, sondern das ist halt ja, Wildgemüse. Aber man kann das wunderbar im Salat, als Salat verwenden und auch ein bisschen wie Spinat. Einfach ein bisschen blanchieren oder mitbraten. Schmeckt super. Giersch. Die jungen Blätter, das sind die, die so ein bisschen noch glänzen. Alles, was dunkelgrün ist, ist immer noch essbar. Also kann man wunderbar spinatmäßig verwenden. Aber als Salat frisch ist es besser, die jüngeren, etwas glänzenden zu nehmen. Und wie erkenne ich jetzt Giersch? Es gibt ja Verwechslungsgefahren. Ja, die goldene Dreierregel. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Nee, warte mal. Doch. Der Stiel ist dreieckig. Ja, siehst du, sogar ohne ihn frisst Giersch. Der Stiel ist dreieckig. Das ist die erste Dreierregel. Und jetzt muss ich mir ein neues Blatt nehmen, damit ihr sehen könnt, was ich meine. Nehmen wir mal ein älteres. Der Stiel ist dreieckig und dann ist halt ein ganz langer Stiel unten und dann gibt es 3x3 Blätter. Also die sind dann in Dreier angeordnet hier und dann nochmal in 3. Das heißt dreieckiger Stiel und 3x3 Blätter. Und die nehmen ja deinen eigenen Giersch. Und die Blätter sind gesägt. Das heißt, die sind hier, die Kante ist nicht glatt, sie ist gesägt. Kann man das sehen? Da stellt er das denn jetzt nicht. Da kann man das sehen. Schön wie so ein Sägeblatt. Stellt das nicht richtig scharf, ne? Warte, so. Genau. Und das ist Giersch. Und der ist essbar. Der blüht weiß, aber diese weißen Dolden, die gibt es halt auch bei anderen. Und deswegen das sicherste Kennzeichen ist die 3x3-Regel. Und ja, ne, Udin? Schmeckt. Genau, und davon nehme ich mir jetzt was mit. Hier kann man das vielleicht noch besser sehen. Ich habe noch mal eine ganze junge Pflanze mitgenommen. Die glänzen so ein bisschen wachsartig. Und das sind die, die ich für den Salat pflücke. Und das mache ich, habe ich jetzt gerade gemacht. Und jetzt werde ich auch dann gleich nochmal die älteren Blätter. Mal sehen, ich werde mal eins holen. Die sind nicht so wachsartig. Davon werde ich auch nochmal einen Schwung mitnehmen und in die Pfanne mit reinhauen. So, jetzt gehe ich rein und mache mir mein Mittagessen. Und danach geht es wieder raus in den Garten. Na, leckeres Selbstversorgeressen. Fisch, Kartoffeln, Gemüse und ein bisschen Salat. Ja, das schmeckt gut und das lasse ich mir jetzt schmecken. Heute sind wir ganz oben. Die Pferde waren hier ganz oben, als wir rauskamen. Dann spielen wir ganz oben, weit über dem See. Na, klaut er ihm schon wieder den Loop gleich. Einfach unglaublich schön hier. Ja, da muss ich dann mal wieder hin. Den Loop wieder dran machen. Und jetzt hat die Loop gejagt. Da muss sich einer ein bisschen ausruhen. Für alle, die gefragt haben, ob die immer nur spielen. Nein, sie ruhen sich auch aus und dann geht's weiter. Udin und ich beim Spaziergang. Da ist der Kartoffelacker von unten, das Haus. Lutz, es wackelt immer so mit dem Handy. Das hat keinen Stabilisator drin. Aber das Wetter ist echt gigantisch heute. Überall wachsen die.
Der Löwenzahn, das blüht so schön. Oh, ich finde das so herrlich. Ja, wir gehen jetzt jedenfalls eine Runde spazieren. Und damit ist das Video für heute auch zu Ende. Bis zum nächsten Mal und alles Gute!